Schützenfest am Hünting. In der ersten Halbzeit dominierte Fortuna Düsseldorf klar und präsentierte schöne Kombinationen. Nach einem Ballverlust der Bocholter in der 14. Minute kam der Sprint nach vorn und es war der Düsseldorfer Michael Lindel, der die Abwehr ausspielte und sein Team in Führung brachte. FC-Keeper Mike Welling hatte alle Hände voll zu tun, doch gegen solche Bälle wie hier beim 0:3 durch Tim Golley hatte er keine Chance. Ganz ohne Chancen blieben die Bocholter allerdings nicht. Hier der Versuch eines Fernschusses durch Simon Lechtenberg. Doch bis zum Ende der Halbzeit 1 konnten die Gäste ihre Führung auf 0:4 ausbauen. Leichte Enttäuschung bei den Fans des ersten FC Bocholt. Spiel nicht schlecht, aber ich hätte eigentlich ein bisschen mehr erwartet von Bocholt. Also sind noch ein oder andere Verbesserungen möglich. Der FC Bocholt kriegt leider noch nicht viel nach vorne hin. Also der letzte Pass kommt da nicht an, wenn Düsseldorf mal einen Fehler macht. Und es sind halt sehr wenig Fehler bei Düsseldorf. Und ja, ich hoffe, dass der FC Bocholt noch ein Tor schießt. Zehnmal wechselten die Bocholter in dem Testspiel aus. Die Düsseldorfer blieben bei ihrer Startelf. Ein Vorteil für den FC, den die Frischlinge ausnutzen konnten. 48. Minute, Zweikampf gewonnen und der Weg nach vorn. Der eingewechselte Daniel Gisbers erzielte schließlich den Anschlusstreffer zum 1:4. Der Stürmer hat seinen Vertrag beim aufgestiegenen Oberligisten gerade erst verlängert. Ja gut, dass der Daniel Gisbers seinen Vertrag verlängert, ist einfach für den Jungen auch eine enorme Entwicklung. Der ist aus der Bezirksliga gekommen von Tutmussum, hat heute ein Tor geschossen, vorne den Angriff belebt. Als Verein absolut sinnvoll, den Jungen noch weiter an sich zu binden. Zurück zum Spiel. In der zweiten Halbzeit schalteten die Düsseldorfer einen Gang zurück. In der 84. Minute gelang Christian Gurni der zweite Treffer für die Bocholter. Kurz vor Schluss ließ die Fortuna noch einmal ihre Muskeln spielen. Endstand 2:5. Ja gut, wir konnten schon achtmal wechseln, nachher noch zweimal. Düsseldorf hat wirklich auch komplett durchgespielt. Man hat gemerkt, das Tempo auch bei der Fortuna ist ein bisschen runtergegangen. Und wir haben dann frech weiter nach vorne gespielt. Haben in der ersten Halbzeit vielleicht auch uns das ein oder andere Ding selber reingelegt. Aber wir wollten dieses Spiel nutzen, um ein paar Erkenntnisse aus dem Spiel zu ziehen. Unser Saisonhighlight bleibt die Saison und nicht rein so ein Vorbereitungsspiel. Man muss dieses gute Ergebnis vernünftig einordnen und Erkenntnisse mitnehmen. Spaß haben wir gehabt und dann passt das schon. Ja, also für mich persönlich auf jeden Fall. Zweite Halbzeit kam ich rein. Wir konnten ja das Ding noch drehen. 2:1 für uns entschieden. Erste Halbzeit schade, dass wir halt uns die Dinger quasi selbst reingehauen haben, aber war ein super Spiel von uns. Ja, wir haben ja oft trainiert, haben ein bisschen schwere Beine, ne? Und das Ergebnis war jetzt nur 5:2. Ja, der Gegner war ja ein bisschen, glaube ich, frischer als wir, und aber trotzdem haben wir noch schön nach vorne gespielt, haben wir schön ein Tor rausgespielt. Nachher haben wir ein bisschen nachgelassen, aber ja, am Ende 5:2 ist in Ordnung. Das Freundschaftsspiel bescherte dem ersten FC knapp 2000 Besucher. Durch Pyrotechnik und einem Handgemenge im Fortuna-Block kam es zwischenzeitlich zu kurzen Störungen.